in einem einmotorigen Propellerflugzeug. Eine Reise fast um den halben Erdball. Wir sind unterwegs mit Margret Walz. Es ist ihr 904. Flug über den Atlantik. Fast ehrfurchtsvoll wird sie von ihren Kollegen Königin des Himmels genannt. Mehr als 12.000 Kilometer, 4 Tage lang, geht es für uns in den Wolken über die schier endlosen Weiten des Atlantischen Ozeans und grandiose Natur. Von Tarp in den französischen Pyrenäen, über Schottland nach Island, über Grönland hinweg nach Kanada und schließlich quer über die USA, an die Westküste, nach Kalifornien. Für viele ein Abenteuer, für Margret Walz Routine, auch wenn nicht immer alles glatt geht. Über der Nordsee hat der Motor dann versagt, ist dann verreckt. Und ja, das war nachts fast überall Nebel in Europa. Dann sagte dann der Controller, meinst du, schaffst noch bis nach Rotterdam im Gleitflug? Ich sage, man kann es nur versuchen. Ich meine, welche andere Chance hatte ich? Ich hatte keine andere Chance, als ich dann tatsächlich auf der Landebahn gelandet bin mit stehenden Propeller. Und bin aus dem Flugzeug rausgehüpft und saß voll auf dem Boden. Da waren also keine Beine mehr unter mir. Irgendwie habe ich die Beine nicht mehr gefühlt. Ihr Talisman, der heilige Antonius, fliegt immer mit. Am Morgen hatten wir uns mit Margret in Tarp in den Pyrenäen getroffen. Sie soll ein Flugzeug nach Amerika überführen. Margret ist sogenannte Ferry-Pilotin. Seit mehr als 40 Jahren überführt sie Kleinflugzeuge rund um den Globus. Nach Asien, Afrika, in die USA. Niemand hat den Atlantik in kleinen Propellermaschinen öfter überquert als sie. 5 Weltrekorde hat sie aufgestellt. Den ersten mit 24. Nonstop über den Atlantik. Margret ist zur Ikone geworden. Zur Königin in einer rauen Männerwelt. Als ich anfing, haben sie gesagt, naja, lass mal Winter kommen, dann ist sie sowieso wieder weg. Es wird saukalt. Es ist also echt ein mieser Job im Winter manchmal. Naja, Winter kam, Winter ging. Ich war immer noch da. Dann haben sie gehört, ah ja, sie ist verlobt. Der Verlobte wird schon bald einen Strich darunter setzen, das geht nicht mehr. Ja, dann habe ich geheiratet, aber ich war immer noch da. Das hört einfach nicht auf. Und ja, dann, warte mal ab, sie ist schwanger. Jetzt sind wir sie endlich los. Ja, aber 5 Tage später saß ich dann mit dem Baby im Cockpit. Und dann war irgendwo der Punkt, dass sie sagten, also okay. She's one of us. Margret ist auf Sylt und bei Bonn aufgewachsen, lebt aber seit mehr als 30 Jahren in den USA. Fliegen war schon als Kind ihr Traum. Von nichts und niemanden hat sie sich davon abbringen lassen. Sie ist zum Vorbild geworden. Für viele und vieles habe sich verändert in der Branche. Auch die Maschinen designen sehr viel sicherer als damals. Heute gäbe es GPS und elektronische Sicherheitssysteme. Und doch, eine Atlantiküberquerung sei immer noch ein Abenteuer, meint Raphael Maitre. Vom Flugzeugbauer TBM. Du kommst an einen Punkt, an dem du dir überlegen musst, ab wann du nicht mehr umkehren kannst. Meist zwischen Grönland und Amerika. Wenn du Wind, schlechtes Wetter und Vereisung zusammennimmst, ist das schon eine Herausforderung. Margret kann euch da einiges erzählen. Sie war schon oft in einer solchen Situation. Dieses Flugzeug sei besonders sicher. Aber bei einem Flug über den Atlantik müsse man auf alles vorbereitet sein, meint Margret. Ja, es sind unsere Überlebensanzüge, dass wir also eine Chance haben, wenn wir wirklich ins Wasser gehen würden, aus irgendeinem Grund, dann überleben wir damit 3 Tage. Und, 3 Tage? Ja, erster Tag angenehm, sagen sie zumindest, 2. Tag kühl, aber kein Problem, 3. Tag überlebensfähig, also wahrscheinlich unterkühlt, aber lebensfähig. Ich kenne ein paar Leute, die gerettet worden sind, ja, aber dann auch den Job dran gegeben haben, verständlicherweise. Die Anzüge aber bleiben erstmal eingepackt. Sollte der Motor ausfallen, hätten wir noch etwa 20 Minuten im Gleitflug bis zum Aufschlag im Atlantik. Das würde reichen, um sie noch rechtzeitig anzuziehen. Ich habe ihn also ein paar Mal vorne schon angezogen, weil ich dachte, es gäbe ein Problem. Ich bin aber noch nie im Wasser gewesen. Toi, toi, toi. Die nächsten Tage liegen 12.000 Kilometer vor uns. Ein großer Teil davon über offenes Meer und unbewohnte Gebiete. Und wir hoffen, dass wir die Anzüge nicht auspacken müssen. Über Frankreich, den Ärmelkanal und England geht es rauf nach Wick an der Nordküste Schottlands. Vor der Küste ein riesiger Offshore-Windpark. Klarer Himmel, es bläst ein kräftiger Wind, der ordentlich am Flieger rüttelt. Nach 4,5 Stunden dann Landeanflug und Auftanken. Im Terminal bleibt nur Zeit für ein kurzes Schwätzchen und wir spüren Freundschaft und Bewunderung.
Sie ist sehr inspirierend. Sie ist so oft über den Atlantik geflogen. Anfangs noch mit diesen einfachen Kolbenmotoren. Die Konkurrenz mit den Männern war damals riesig. Aber Margaret hat sich durchgesetzt. Sie ist eine der erfolgreichsten Piloten, was Atlantikflüge angeht. Wir haben immer viel Spaß zusammen. Zeit ist Geld. Der Flughafen schließt um 17 Uhr. Wer bis dahin nicht abgehoben hat, muss extra zahlen. Margaret aber hat alles im Blick um Punkt 5 Uhr. Wheels up. Schottland lassen wir hinter uns. Den Ausweichflughafen hätten wir noch, sagen wir, etwas nördlich von uns, die Färöeren. Da könnte man nach Vágar gehen, wenn es sein müsste, aber es ist wirklich nicht mehr die Menge da. Nach knapp 3 Stunden über dem Meer kommt Island in Sicht. Oder besser, das, was man von der Insel sieht. Island liegt wie fast immer unter einer dicken Wolkendecke. Schade sei das, meint Margaret, denn eigentlich wollte sie im Landeanflug rund um den Vulkan fliegen, der im März ausgebrochen ist. Aber sie zeigt uns Fotos auf ihrem Handy und was uns da jetzt entgeht. Sie selbst sei bei einem der letzten Zwischenstopps auf den Vulkan gekraxelt. Wir landen in Keflavik. Es ist 9 Uhr abends, es war ein langer Tag. Im Flughafen werden wir vom Zoll begrüßt, etwas anders, als man das sonst so kennt. Ich bin hier in Island seit 1987 beim Zoll. Ich habe am Flughafen Reykjavik angefangen. Das ist lange her. Du warst einer der Ersten, der mein Baby gesehen hat. Oh ja, erst habe ich dich hochschwanger gesehen und dann kamst du gleich mit deinem Baby wieder. Das war unglaublich. Wir übernachten auf Island. Margaret plant noch die Flugroute für morgen über Grönland ganz genau. Immer wieder würden sich Piloten verrechnen und im Wasser landen. Die letzten erst vor kurzem. Vater und Sohn von Wichita, also die hatten dann kein Benzin mehr und sie haben dann gewassert. Und die waren beide gewaltig. Ja. Und dann stand hier in der isländischen Zeitung den nächsten Tag, Amerikaner zu fett, um gerettet zu werden, weil den ersten Ring, den sie runtergeschickt haben, um die hochzuhäusten, die ging nicht um den Bauch. Am nächsten Morgen wird es ernst. Vor uns liegt die herausforderndste Strecke. Über den Arktischen Ozean, Grönland, Kanada in die USA. Margaret demonstriert uns, wie wir im Notfall die Überlebensanzüge anziehen sollen. Ihr selbst sei mal vor vielen Jahren mitten über dem Atlantik der Motor ausgefallen. Ich habe dann noch über Notfunk jemanden erreicht, das war damals Pan Am, und sagte zu dem Captain, ich sage, okay, it's a Mayday. Er sagte, ja, what's the nature, also was ist der Mayday? Worauf ich dann sagte, ja, also mein Motor ist ausgefallen. Und er sagte dann so ganz nett, welcher Motor ist denn ausgefallen? Denn er flog eine 747 mit 4 Motoren. Und daraufhin sagte ich dann ziemlich, naja, etwas schon erregt. Oder ich meine, das ist ja nur nicht gerade eine tolle Situation, sagte ich dann, ja, den einen Motor, den ich habe, den da vorne. Und dann sagte er nur, oh mein Gott. Ein paar hundert Meter über dem Wasser aber springt der Motor wieder an. Margaret schafft es gerade noch nach Irland. Wir müssen den Anzug heute nicht anziehen, können uns über der Einsamkeit Grönlands der atemberaubenden Eislandschaft hingeben. Die aber habe sich in den vergangenen 40 Jahren stark verändert, meint Margaret. Wenn ich im Süden Grönlands sehe, wie weit die Gletscher zurückgegangen sind, dann sagt man sich auch, wie kommt es dazu? Und dann gibt es eben alle möglichen Theorien dazu. Und naja, ich meine, ich glaube, keiner weiß es so ganz genau. Sicherlich, es gibt definitiv irgendwie einen Klimawandel oder dass sich die Welt zum Teil verändert. Der Flug über Grönland in die USA mit Tankstopp in Iqaluit in Kanada wird dann doch zur Strapaze. Nach etwa 7 Stunden in der Luft stranden wir in Bangor, Maine. Gewitterfronten versperren den Weiterflug. Und bezahlbare Hotels gibt es keine in der amerikanischen Urlaubssaison. Nach stundenlangem Warten auf dem Flughafen entscheidet sich Margaret zum Weiterflug. Sie wolle versuchen, zwischen den Gewitterfronten hindurchzufliegen. Die nämlich hätten es in sich. Starke Turbulenzen, möglicherweise Hagel. Es kann einen Blitzschlag geben, also alle möglichen Szenarien. Von der Seite aus ist es also, sagen wir, einerseits gefährlich und andererseits, selbst wenn man da durchkommt, dann kann man das Flugzeug, naja, halb verschrotten. Mit jahrzehntelanger Erfahrung manövriert Margaret sicher durch die Gewitterfronten, die man nachts nur auf dem Radar erkennen kann.
Gegen 2 Uhr morgens landen wir in Margarets Heimatstadt Scranton. Sie lädt uns ein, bei ihr zu übernachten. Am nächsten Morgen, Margaret studiert schon die Wetterkarten, wird klar. Mit Fliegen wird es heute nichts. Zu gefährlich, zu viele Gewitter und Tornados zwischen uns und Kalifornien. Zeit für uns, mit Margaret ein bisschen über ihr außergewöhnliches Leben zu plaudern. Einer der Weltrekorde als Pilotin hätte ihr Leben beinahe in eine völlig andere Richtung gelenkt. Ich komme aus dem Flugzeug rausgehüpft und irgendwie jemand sagte dann, ja, sagen Sie mal, wie war das denn nun mit dem Flug und können Sie ein paar Worte zu sagen? Und naja, mir fiel im Moment auch nichts ein und ich fing dann an, über das Wetter in Island zu reden, dass es eine reine Katastrophe war. Es war also Schnee und Schneeregen und es war wahnsinniger Wind, ein unheimlicher Tiefdruck und so. Und ein paar Tage danach rief mich dann der WDR3 an und sagt, wir haben uns das mal angeguckt. Wir könnten eigentlich eine neue Wetterfee sozusagen gebrauchen. Jemand Junges, jemand Dynamisches. Naja, und dann war ich auf einmal beim WDR3 halt das Wettermädchen. Ne? Ja, ich kann Ihnen zwar keine Sauna morgen bieten, obwohl es doch relativ warm wieder wird, ähnlich wie heute, Temperaturen bis 10 Grad. Also ich war so nicht ganz happy mit der Sache, aber es war auch schwierig für eine Frau, in die Fliegerei einzusteigen. Zu meiner Generation gab es keine Lufthansa-Pilotinnen zum Beispiel. Nicht, dass ich unbedingt gerne Linie geflogen wäre, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, das wäre egal gewesen. Fliegen, 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 ob für die Linie oder Charter oder dies oder das. Es war eben eine Männerwelt. Und da einzubrechen war nicht einfach. Lange aber hält sie es im Studio nicht aus, flüchtet in die USA, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Dort bekommt sie die Chance, die sie in Deutschland so einfach nicht bekommen hätte. Ich hatte halt das Glück, eine Firma, die mich gleich aufgenommen hat in Amerika, die dann sagte, das ist unsere Ferry-Pilotin. Die sahen eigentlich den Reklamewert da drin. So unter dem Motto, wenn eine junge Frau das fliegen kann, kann jeder das fliegen. Das ist also ein gutmütiges Flugzeug. Die haben das gleich ein bisschen so ausgeschlachtet. Die haben mich dann sofort angekleidet. Cowboyhut und Stiefel. In den Medien wird sie zum Vorbild für junge Frauen stilisiert. Margaret aber will sich nicht vereinnahmen lassen. Sie will fliegen und nichts anderes. Die haben schon versucht, aus mir, sagen wir mal, diese Emanze zu machen, sozusagen. Das bin ich aber nicht geworden. Ich habe meine Fliegerei als Liebe gesehen. Ich habe es nicht gesehen, in eine Männerwelt einzubrechen. Und ich habe da auch Wert drauf gelegt, dass ich die Frau geblieben bin. Ich wollte nie irgendwie sagen, ja, ich bin weniger bezahlt worden. Sicher bin ich am Anfang weniger bezahlt worden als die Männer. Aber vielleicht war ich auch noch nicht so gut. Ich musste ja auch noch lernen. Und am nächsten Morgen geht es für uns weiter. David, Margarets Mann, bringt uns zum Flugzeug. David war selbst Pilot. Ob er manchmal Angst um seine Frau hätte, wollen wir von ihm wissen. Ja, ich war. Ja, jahrelang hatte ich Angst. Ich habe am Telefon gewartet, mir ausgerechnet, wo sie sein müsste, und dann angerufen. Und gefragt, ob die wissen, wo sie ist. Ich hatte all die Nummern. Einmal sind wir mit einer 172 zusammengeflogen, ein langer Flug über Grönland. Dann hat plötzlich der Wind gedreht und sie hat sich bei mir entschuldigt, weil sie geglaubt hat, dass wir es wohl nicht schaffen werden. Das hat mir schon Angst gemacht. Ein Bussi noch zum Abschied. Dann geht es für uns weiter von Scranton in Pennsylvania, quer über die USA nach Camarillo in Kalifornien. Und wir werden erfahren, was es heißt, wenn ein kleines Propellerflugzeug den Naturgewalten ausgesetzt ist. Die Gewitter sind nämlich nicht verschwunden. Also es ist ein Gewitter, wo ich wirklich nicht reinfliegen möchte. Da ist also schon ein ziemlich großer Amboss damit dran. Und, dann hier links, da stehen schon einige solche Riesen-Oschis in der Reihe. Da muss man halt sehen, ob man dazwischen durchkommt oder ob man um den einen oder anderen halt rumfliegen kann. Das Radar zeigt vor uns überall heftige elektrische Entladungen. Blitze in den Wolken, die man mit bloßem Auge bei Tag kaum erkennen kann. Das Navigieren durch solche Wetterfronten ist tückisch, selbst für erfahrene Pilotinnen wie Margaret Walz. Buckelt ab, buckelt ab. Und uns rutscht das Herz in die Hose. Das Flugzeug wird zum Spielball der Naturgewalten. Margaret lächelt nur amüsiert. Nach einer gefühlten Ewigkeit und mehrfach umgedrehten Eingeweiden verstehen wir, warum Margaret ehrfurchtsvoll die Königin des Himmels genannt wird. Nach allem, was sie schon erlebt hat, beinahe Abstürze und Notlandungen, wollen wir von ihr wissen, was denn die außergewöhnlichste Erfahrung als Pilotin gewesen sei. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe vor vielen, vielen Jahren eine sehr seltsame Erfahrung gehabt und hatte das Gefühl, dass mich jemand beobachtet.
Es war also schon recht seltsam, denn ich meine, man sitzt im Flugzeug alleine, wer soll einen beobachten? Aber das ging also fast über in einen Angstzustand. Ich habe dann sogar hinter den Tank geguckt. Und als ich dann im Kontakt mit Goose Bay schließlich war, fragte mich der Controller, ohne dass ich was gesagt habe, ob ich irgendetwas Ungewöhnliches gesehen hätte. Ich sagte, nein, habe ich nicht. Ich wollte das auch nicht zugeben, dass sie also irgendwelche komischen Gefühle hatte. Wie soll ich das denn beschreiben? Das macht ja keinen Sinn. Und als ich dann gelandet war, hat man mich gefragt, ob ich vielleicht mal rüberkommen könnte zum Radarzentrum. Und dann haben die mir also tatsächlich gezeigt, dass irgendein Flugobjekt an meiner Seite war für circa 10 Minuten und dann mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit praktisch sich von mir entfernt hat und verschwand. Insofern ist es eine seltsame Erfahrung, aber ich glaube, ich bin überzeugt, ich meine, wir sind nicht die Einzigen im Universum. Das macht einfach keinen Sinn. Warum sollten wir die Einzigen sein? Es gibt bestimmt welche, die intelligenter sind als wir und vielleicht schon so weit sind. Und hier runterkommen und mal gucken, was es hier gibt. Nicht bösartig oder irgendwas, sondern vielleicht ein Ausflug zum Zoo, ne, so ungefähr. Wir auf jeden Fall genießen die letzten Stunden mit Margret Richtung Kalifornien. Nach offener See, Schnee und Eis geht es über die Wüsten im Westen Amerikas zum letzten Landeanflug. 12.000 Kilometer liegen hinter uns. Schönheit, Angststrapazen mit einer Frau, die uns gezeigt hat, dass man seinen Traum auch leben kann. Camarillo beim Flugzeughändler, dann großes Empfangskomitee. Trotz aller moderner Technik ist es immer noch etwas Besonderes, wenn ein so kleines Propellerflugzeug und die Pilotin diese lange Reise unbeschadet überstehen. Mit 64 Jahren aber denkt Margret jetzt ans Aufhören. Sie habe ihr Leben gelebt und dabei auch sehr viel Glück gehabt. Das müsse man nicht überstrapazieren. Im November nächsten Jahres will sie Schluss machen und nie wieder als Pilotin in ein Flugzeug steigen. Das sei sie ihrem Mann schuldig. Mein Mann hat also sehr, sehr viel immer hinter mir gestanden, hat praktisch alles mitgemacht. Sein Motto war, wenn sie glücklich ist, bin ich glücklich. Und ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass ich etwas zurückgebe an ihn. Er braucht es. Und es ist nicht, dass er danach fragt, aber er freut sich jetzt schon auch drauf. Und es war super mit euch. Kommt mal wieder. Tschüss.